Rio de Janeiro, die Stadt unter der Christusstatue an der Copacabana. Hier läuft der Countdown zum Weltjugendtag. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen vor allem in diesem unscheinbaren Haus, im Herzen der Millionenstadt. Seit Monaten schon arbeiten hier mehr als 150 junge Freiwillige aus aller Welt. Sie stellen Fotos, Videos und Texte in verschiedenen Sprachen online. Und sie helfen den unterschiedlichsten Pilgergruppen, ihre Reise zum Weltjugendtag zu planen. Padre Omar Raposo ist für die gesamte Logistik zuständig. Und nicht nur bei ihm wächst die Vorfreude auf das große Glaubensfestival Tag für Tag. Bei den ersten Planungen sind wir von knapp 2 Millionen Teilnehmern ausgegangen. Aber jetzt ist mit Franziskus ein Mann Papst, der hier aus Lateinamerika kommt. Deshalb rechnen wir inzwischen mit noch viel mehr Jugendlichen, die nach Rio kommen. Eine gewaltige Herausforderung. Denn hinter den Kulissen und fernab der legendären Traumstrände gibt es viele Probleme in Rio. Was ja auch die aktuellen Unruhen und Demonstrationen zeigen. Die Organisatoren sind aber sicher, dass sich die Proteste nicht gegen den Weltjugendtag richten werden. Außerdem sollen mehrere tausend Polizisten und Soldaten für Sicherheit sorgen. Die Sicherheit der Gäste hat für alle höchste Priorität. Seit mehr als 2 Jahren läuft ein Anti-Gewalt-Projekt hier in Rio. Das soll gerade in den Armenvierteln, den Favelas, den Drogenhandel eindämmen und die Sicherheitslage in der gesamten Stadt stabilisieren. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und auch Rios Erzbischof versichert, dass weder die Teilnehmer noch deren Eltern Angst haben müssen. Er erwartet ein friedliches und fröhliches Glaubensfest. Wir freuen uns auch ganz besonders auf euch, Pilger aus Deutschland. Wir empfangen euch mit offenen Armen, genau wie unsere berühmte Christusstatue. Der Weltjugendtag wird ein Treffen mit Christus und mit vielen Jugendlichen aus aller Welt. Und zusammen mit Papst Franziskus eint uns alle der Wunsch nach einer neuen, einer besseren Welt. Kommt zu uns nach Rio mit all euren Freuden, Sorgen und Nöten. Wir wollen das alles mit euch teilen und auch auf diese Weise hier ein Zeugnis der Auferstehung Jesu feiern. Bevor sie nach Rio kommen, besuchen die deutschen Teilnehmer aber erst noch Jugendliche in anderen Bistümern Brasiliens, um in Familien und Pfarrgemeinden vor Ort auch mal den Alltag mitzuerleben. Zum Beispiel im Bistum Obidos, rund 4000 Kilometer nördlich, mitten im Amazonasgebiet. Das ist sehr interessant für uns. Eine große Gruppe, eine junge Gruppe, kommen und bleiben eine Woche mit uns hier in Brasilien, in Amazonien. Diese Kontakte zwischen Menschen, Jungen aus Deutschland und Jungen in Brasilien. Für uns das ist das Zentrum. Ja. 3 Tage die jungen Leute bleiben mit den Familien, ja, in verschiedenen Vereinen. Ja, und das ist weit für uns, ne? Weil unsere Diözese sehr groß ist. Die Straßen sind schlecht. Wir fahren normalerweise mit dem Boot. Ja, jeder Verein hat einen Weg mit dem Boot. Und das ist unsere Realität. Ich denke, das ist sehr interessant auch für junge Leute in Deutschland. Ja, eine neue Erfahrung. Hier vor Ort können die deutschen Weltjugendtagspilger das größte katholische Land der Erde erstmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen als später in der Millionenstadt Rio. Ihr seid herzlich willkommen zum Weltjugendtag in Brasilien.